Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von unserem neuen Projekt am Deich, der Deichhof. Abendfrieden, und ich bin hier mit dem Lintrak unterwegs, denn ich brauche jetzt dringend unseren Frontlader, denn ich komme gleich dazu. So, aber erstmal hier den Frontlader ranmachen und dann gibt es nämlich wieder viel, viel zu erzählen. Es hat sich wieder einiges getan seit der letzten Folge. So, noch hinten das Gewicht dran, das macht Sinn. Sehr schön. Denn wenn wir jetzt hier durch diese hohle Gasse fahren, sehen wir einen Futtermischer und davor haben wir einen Fendt. Ja, ich habe mir gedacht, wir besorgen uns noch schnell einen Fendt und zwar natürlich einen Favorit 916, damit wir natürlich auch entsprechend für die Zukunft gewappnet sind. Und jetzt werde ich hier mal anfangen, ein paar Ballen hier einzuwerfen, denn wir wollen unseren Kühen auch noch was zu fressen geben. Unsere Hühner sind versorgt, unsere Schafe sind zwischenzeitlich versorgt, denn ich habe ja Gras. Und auch Heu schon gemacht, bin da soweit fertig. So, 7500, das erscheint mir ein bisschen viel, müssen wir mal gucken. Ah, komme ich da überhaupt hoch? Eieieiei. Das ist eben der Nachteil, wenn man den kleinen Quicke nimmt. Dann kommen wir da, glaube ich, gar nicht hoch. Na komm. So. Und ihr seht es gerade oben, da hat irgendjemand einen vollen Korntank. Und das heißt natürlich, dass wir auch gerade im Moment am Dreschen sind. Also hier ist wieder richtig was los hier. So, jetzt schauen wir mal. Ja, jetzt nimmt er, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Also er nimmt jetzt Stroh. Okay, und das sollte reichen. Ah, so kriegen wir das besser rein. Okay. Sudele, jetzt werden wir das aber an den Strohball nochmal reinlegen. Wunderbar. Und dann springen wir mal rüber. Denn der Klaas Arion 630 mit dem wunderschönen Brandner. Aus dem Premium-Paket, wenn ich mich richtig erinnere, steht bereit, um da vorne natürlich den Topliner abzutanken. Der ist jetzt aber nur geliehen, den habe ich nicht gekauft, denn ihr seht es ja rechts oben, wir sind schon ziemlich down, was die Preise angeht. Und ich möchte auf jeden Fall einen anderen Drescher aufholen, denn man muss schon sagen, also die Felder sind groß. Also die wirken im ersten Moment gar nicht so, aber die Felder sind tatsächlich groß hier auf der Deichhof Abendfrieden. Und da haben wir richtig zu tun, vor allen Dingen was auch das Grasfeld da hinten dran. Ihr seht es ja, da hinten ist dieses Stückchen Wald, diese Schneise, beziehungsweise dieser, ja ich weiß es gar nicht, wie man sowas nennt. Und dahinter haben wir ja ein 4 Hektar großes Grasfeld abgemäht und der Kollege ist soweit voll, das heißt, den bringen wir weg. Und das Grasfeld, das müssen wir noch pressen. Und da habe ich mir eben gedacht, hier zu unserer wunderschönen Fendtpresse passt natürlich auch ein Fendt. Und mir war aber natürlich wichtig auch, dass er Shift hat. Also sprich, dass er Automatik hat und dass wir hier nicht mit Lastschalt und manuell und Gedöns ein paar Palaber machen müssen, sondern schon ordentlich. So, jetzt schauen wir mal, wie kippen wir das hier ab? Nach hinten, nach links, nach rechts. Wie hätten Sie es denn gern? So können wir es abkippen. Muss die Hilfe wieder einschalten. Und es hat sich auch mittlerweile geklärt, dass wir in das Silo wirklich alles reinkriegen. Gras, Stroh und natürlich auch Heu. Das ist natürlich hervorragend. So, auch hier gilt bei einem Kallehof, man kann immer schön im Kreis fahren, allerdings jetzt nicht unbedingt der nächste Weg. Das Feld, die Wiese da drüben, die ist soweit abgemäht, die ist abgearbeitet. Und da können wir natürlich dann in den nächsten Schritt gehen. Ich habe so ein bisschen ein Problem, wo ich die Geräte unterbringe, auch wenn wir hier einen Haufen Hallen und Gebäude haben. Die meisten sind einfach zu niedrig. Ne? Die meisten sind für die Geräte zu niedrig, dass wir da das Material nicht reinkriegt. Und da müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Aber ich denke, wir werden die Großgeräte erstmal hier unterbringen. Denn wenn die Silageballen hier weg sind, dann haben wir Platz für größere Geräte. So, jetzt aber. Wo ist denn mittlerweile der Deutz? Macht ja schon die letzte Bahn.
Da bin ich ja mal gespannt, ob er das schafft hier, ob der dann vorbeikommt. Oder ob wir ihn hier ein bisschen unterstützen müssen. Ach, da ist noch ein Stück. Oh je, oh je, oh je. Okay, dann werden wir mal hier in der Zwischenzeit noch den Ballen einwerfen. Den Heuballen. So, komm. Okay, okay, so richtig hat er den nicht, aber es geht. So, ups. Also ganz nach oben. Ist natürlich ja auch alles ein bisschen eng, deswegen ja auch der Lindtrakt. Mit dem kommen wir wesentlich rum. So, das sollte schon mal funktionieren. Dann holen wir uns jetzt da hinten noch einen Silageballen und dann schauen wir mal, ob wir soweit mit der Mischration zurechtkommen. Ich wollte ja ursprünglich nur Heu einwerfen, aber dann habe ich ja gesehen, dass wir ja Ballen da haben, auch Stroh. Ansonsten hätten wir das jetzt natürlich auch so machen können. Okay. Achso, wie viel hatten der? 5,5 oder wie viel? 5,5, okay. Ja, schauen wir mal. Ich meine, so viele Tierchen haben wir ja noch nicht im Stall. Schon witzig, ne? So, trotz des Gewichtes. Aha, der andere hat die Arbeit erfolgreich beendet. Das dürfte der Drescher sein. Der will die letzte Bahn also nicht weiterfahren. Ja, das schauen wir uns gleich an. Das schauen wir uns gleich an. So, hier bin ich mir auch nicht sicher, ob wir da was reinstellen können, denn eigentlich müssten die Ballen hier den ganzen Raum einnehmen, aber das werden wir da mal sehen, wenn wir unsere Silageballen alle eingeworfen haben. So, ah, jetzt fährt er, ja, okay, okay, okay. Das ist vielleicht eine knappe Kiste hier. So, den löst er ebenfalls auf. Und wie sieht es dann aus? Also, wir haben dann das Material. Ich denke, wir können nochmal Heu. Augenblick mal, jetzt muss ich mal schauen. So, 16.900. Füllen wir das Ganze noch mit ein bisschen Heu auf. So, was haben wir denn jetzt eigentlich drin? Schauen wir mal rein. Also Weizen 22.499 und dann haben wir 10.000 Gras, 61.000 Heu. Okay, das ist jede Menge, das reicht. Dann würde ich doch sagen, Motor an. Und mit der anderen müssen wir eigentlich den Motor ausmachen. Heieieiei. So. Dann holen wir uns hier noch ein bisschen Heu, füllen noch ein bisschen auf und dann geht's zu unseren Kühen. Auf jeden Fall Stroh ist schon mal genügend drin. Wasser haben unsere Schafe. Die... Oh, da müssen wir näher ran. Hä? Die Hühner sind soweit auch versorgt, aber da kommt jetzt auch jede Menge Material rein. Da müssen wir aber schauen, wie wir das geschickt reinkriegen. So, Befüllung starten. Heupellets. Heupellets, Strohpellets? Hat das mit dem... Ja, ich überlege gerade. So, okay, nicht mehr. Ich überlege gerade, hat das was mit dem Mod zu tun, den ich installiert habe? Wo ich ja auch mal wieder ein bisschen was ausprobieren wollte, den Straw Harvest Pack, dass wir jetzt da auch Heu und Strohpellets, nee, doch Heu und Strohpellets einwerfen können. Spannend, spannend. So, Dele. Dann wieder einmal hier im Kreis um den Hof rum. Dann müssen wir schauen, dass wir hier reinkommen vernünftig, denn wie gesagt, das ist alles doch eher auch wieder für die kleineren Maschinen. Ja, kommen wir da überhaupt vorwärts rein? Ja, ich bin am Zweifeln. Ah, doch, es geht, es geht. Sehr schön, dann können wir jetzt das Material hier abwerfen und dann schauen. Jupp, es füllt sich. Sehr schön, es füllt sich. Und hier vorne sehen wir doch tatsächlich den Leuchtturm vor unserem, beziehungsweise hinter unserem Glas. So, was sprechen die Tiere?
Also da ist jetzt erstmal genügend Material drin. So, bei den Schafen, da habe ich auch noch mal ein bisschen zugelangt, habe ich noch mal 20 dazu gekauft, denn wir wollen auf jeden Fall auf Wolle gehen. Wolle wird uns mit Sicherheit viel, viel Geld bringen, auch wenn das natürlich ganz, ganz langsam geht. Aber da passen, glaube ich, 100 Schafe rein, also wir haben da genügend Luft und dann haben wir ja noch einen Schafstall. Da bin ich dann auch mal gespannt, wie viele Tiere da reinpassen und mit Gras. Es ist halt einfach genügsam. Die Tierchen brauchen einfach nur Gras und Gras gibt es ja hier genügend. So, unsere Kühe, da haben wir auch 8 Stück, witzigerweise, genauso wie bei den Hühnern. Okay, da habe ich noch gar nicht reingeschaut, wie viel da reinpassen. Wo ist denn hier der Trigger? Der Trigger, ist der hier draußen? Da ist die Mistplatte. Da ist Gülle. Wo ist denn hier der Trigger? Ich denke hier drin, oder? Yep. So, wie viel passen denn hier rein? 80 Tiere, das ist auch gut. Und dass 360 Hühner reinpassen, das wissen wir ja auch schon. So, dele. Yep. Okay. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir den wieder unterbringen. Ich glaube, von der anderen Seite ist es fast geschickter mit dem Einfahren. So, den Füttermischer können wir erstmal hier stehen lassen. Dann kümmern wir uns um das nächste, was zu tun ist, nämlich Wallenpressen gleich. Aber dazu müssen wir erstmal hier den Kollegen wieder frei bekommen, weil der muss uns erstmal die Schwart machen. So, sehr schön. Dann würde ich doch sagen, dann lassen wir den Frontlader jetzt mal hier. Dann haben wir hier eigentlich ein ganz gutes Plätzchen. Okay. So, dann holen wir wieder den Schwader. Den haben wir jetzt wieder wo abgestellt? Ich weiß es gar nicht. Ah ja, stimmt, bei der Mühle. Und dann schauen wir mal, wir werden einen Teil wickeln. Einen Teil werden wir hier auch mit dem Ladewagen direkt reinbringen und hier das Silo benutzen. Mal schauen, wie weit wir da kommen. Denn mit den Ballen, muss ich ehrlich sagen, das wird auch eine Heidenarbeit. Denn da müssen wir uns ja auch noch auf jeden Fall einen Sammelwagen organisieren. Das ist ja auch noch der Punkt. Mit dem Ladewagen können wir zumindest schon mal anfangen, Silage zu machen. Indem wir es in den Bunker werfen. So, hier links raus. Und dann müssen wir uns gleich mal um unseren Deutz Fahr kümmern. Der kostet uns ja Geld. Den haben wir ja gemietet. Deswegen fahren wir mit dem Lindner erstmal hierher. So, hier geht's auf die Wiese irgendwo. Sehr schön. Motor aus. Und wo ist der Deutz? Hier. So, ein bisschen kann der, glaube ich, noch, oder? Ja, 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 okay. Ein bisschen geht noch. Und werden wir hier nochmal die Ränder abfahren? Ja, dann kommen wir so auf circa 27.000, 28.000 Liter und das Material werden wir jetzt auch erstmal alles aufheben, denn damit werden wir unsere Hühner füttern, auch wenn da jetzt erst nur 8 Stück drin sind, werde ich noch ein paar nachkaufen, denn es passen ja 360 rein und das heißt, da kommen jede Menge Eier zusammen und wir werden uns dann wirklich hier ein bisschen auf, ja, die Hofproduktion hier konzentrieren, soll eben heißen, wir werden die Milch im Wesentlichen natürlich in unsere Produktion werfen. Ich habe das Gewächshaus am Laufen, das heißt, dort produzieren wir jetzt Salat und Tomaten für unsere Sandwiches und die wollen wir da produzieren und die Sandwiches gehen natürlich dann in die Stadt. So, ich glaube, mit ein bisschen Glück kriegen wir das bisschen Stroh hier auf die Schwarte drauf, ne? Und dann produzieren wir unsere eigenen Sachen, wo wir natürlich die Wolle hinbringen. Das weiß ich noch nicht, aber da wird es bestimmt auch einen Landhandel oder ähnliches geben, sodass wir das Material dort auch wegbekommen. So, der Kollege hier. Dabei ist es auch auf dem Deich mit Sicherheit viel, viel schöner.
Ja, der kam aber diesmal gut hier an der Birke vorbei. Normalerweise hat man da immer das Problem mit den Helfern, dass die dann anfangen, rüber zu wandern bzw. abzubrechen, zu wenden. Das ging jetzt aber relativ gut. Tja, und dann müssen wir mal sehen, wie wir mit dem Feld hier umgehen. Ich habe ja diesmal Pflügen ausgeschaltet. Schauen wir mal an, wo da der Stand ist. Ich habe noch gar keine Bodenbewertung gekauft. Eieieiei, das fehlt uns ja auch noch eigentlich. So. Ja, das Ganze ist natürlich abgeerntet. Okay. Ja. So. Dann einmal abtanken, einmal zurückgeben. Ja, und dann, wie gesagt, werden wir erstmal unsere Ballen machen. Und dann schauen wir mal, wie wir hier mit dem Feld weiter umgehen. Wir haben ja noch einen Monat Zeit, denn frühestens im nächsten Monat müssen wir in die Aussaat. Und ich denke, wir werden hier immer so ein bisschen wechselweise mit Gerste und eben Weizen arbeiten. Aber da müssen wir uns mit Sicherheit noch ein bisschen Geld leihen. Denn mit 50.000 kommen wir jetzt im Moment noch nicht allzu weit und Einnahmen sind ja noch nicht zu erkennen oder zu sehen, denn die Silagenballe werden frühestens übernächsten Monat soweit sein, dass wir damit auch Geld verdienen können. Aber dann denke ich, kommt da jede Menge rein bei 4 Hektar Gras. So, er ist fertig. Das heißt, ihn geben wir erstmal wieder zurück. Na. So, was hat uns das jetzt gekostet, die Ernte? Das sehen wir dann hier bei Mietkosten Fahrzeuge 8.134. Okay. Ja, ihr seht es, nur rote Zahlen. Wir haben im Moment nur rote Zahlen auf dem Konto. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch gut ausgestattet. So, dann bringen wir das Ganze mal weg. Und dann können wir hier mit dem Ladewagen noch Stroh bergen. Ich überlege, ob wir Ballen machen. Ja, Ballen müssten wir eigentlich auch machen. Denn es ist deutlich einfacher, Ballen als Stroh einzustreuen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das geht. Ich bin vorhin mit dem Ladewagen rein und habe Stroh in den Kuhstall gebracht. So, theoretisch hätte man das eigentlich auch gleich zu den Hühnern bringen können, aber ich glaube, die sind soweit versorgt. Ja, 998, sind ja nur 8 Tierchen, also das passt. Da holen wir uns dann später noch eine Schaufel. So, den Anhänger, den wir auch umbauen könnten zu einem Ladewagen bzw. zu einem Ballenwagen. Und jetzt überlege ich gerade, kann es sein, dass wir für den Klaas überhaupt gar kein Gewicht gekauft haben? Ich glaube nicht, weil wir ja das Mähwerk gekauft haben. Okay, so. Dann werden wir den Klaas jetzt an den Ladewagen hängen. Mit dem Fendt holen wir unsere Presse und dann arbeiten wir dann auch ein bisschen parallel. Denn Stroh sammeln wir ein für das Silo, damit wir das dann einfach in den Futtermischer, jetzt habe ich es doch, dann bekommen. Und Ballen machen wir dann für die Einstreugeschichte, aber das werde ich dann gleich nochmal antesten. Dummerweise habe ich aber jetzt schon den Stall voll. So, Lohnzahlung ist natürlich auch erheblich. Wir haben jetzt einiges mit den Helfern gemacht. Und die Presse braucht 150 PS, wenn ich richtig weiß. Deswegen habe ich hier auch gleich den größeren Fendt genommen. In der kleinsten Motorausstattung, aber so, dass wir auf jeden Fall ordentlich hier arbeiten können. Dann mal rüber zum Feld.
Also ich finde es echt cool hier mit den Toren. Also es hat was, es hat was. Und natürlich auch die Gebäude hier, die Backsteingebäude. Also es ist... Au! Oh, ja, guck einmal an, da ist ja schon die erste Wolle. Hä? Tatsächlich? Huch. So. Da steht jetzt noch nichts. Wo kommt denn jetzt die Wolle her? Ich meine, Produktivität ist ja noch nicht so groß. Wie viel Wolle ist denn das? 5 Liter. Naja, okay, jetzt wissen wir wenigstens, wo das Ganze auch dann landet. Hervorragend. So, das linke Feld, das wäre natürlich auch noch was. Was haben wir denn da drauf? Hafer. So, schauen wir mal ganz kurz, was es denn für Aufträge gäbe. Düngen, Ernten, Raps, Weizen, Hafer, Feld 3. Ist das zufälligerweise Feld 3? Ja, natürlich ist das Feld 3. Das könnten wir jetzt als Auftrag machen. Wir könnten uns natürlich auch das Feld eventuell schnappen. Ja, müssen wir mal schauen. Was ist denn alles erntereif? So, Gras schalten wir mal ein. Ja, okay, da unten. Was ist denn das für ein Feld? Ah, ein Grasfeld. Okay. Ja, okay. So, dann loslegen. Motor an. Ausklappen. So, jetzt weiß ich gar nicht, wie gut, aber naja, gut, da wird schon ein bisschen was bei rumkommen, habe ich den Eindruck. So, da oben laufen die Kollegen auf dem Deich. Also, die laufen auf dem Weg und auf dem Deich. So, ich denke, da kann jetzt der Helfer arbeiten. Sehr schön. Und wir spurten hier zum Glas, zum Arion und sammeln schon mal wieder ein bisschen Stroh ein. So, Tempomat drin und los geht's. Und ich habe natürlich wieder mal das Ding nicht runtergelassen. Es ist immer das Gleiche. Jedes Mal vertippe ich mich. Jetzt haben wir die Aufnahme unten. Hervorragend. Und das soll es auch schon mal wieder gewesen sein. Wir haben wieder mal die 20 Minuten geknackt, sogar ein bisschen mehr. 22 für die Folge. Folge Nummer 3 von Deichhof Abendfrieden. Und ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Und es geht weiter in diesem Projekt mit Sicherheit, denn es ist wirklich eine dufte Map. Und es gibt jede Menge zu tun. Aber langsam kommen wir in den Flow. Das heißt, unsere Produktionen, unsere Tierchen, alles kommt so langsam ins Laufen. Und das gefällt mir gut. So, wie gesagt, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch und sage Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.